Hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Diamant. Hier am Moment, es wird nicht angezeigt, verdammt. Egal, hier am jetzt habe ich da oben war das Kühnheitsufer, wo wir jetzt hier sind. Wir sind wahrscheinlich auf einer Route. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich kann auch kämpfen. Ja, aber bist du ein kleines Mädchen mit einem kleinen Rettungsring? Oh, wie nennt man das Schwimmring, Schwimmreifen, Planscher, Larissa? Die setzt Bidifass ein. Okay, wir setzen Alpollo ein. Ich glaube nicht, dass du eine große Chance hast, auch wenn du kämpfen kannst, was natürlich grandios ist für dich. Gegenstoß, natürlich. Bidifass greift natürlich nicht zuerst an. Ey, wir haben echt mit Alpollo so ein Problem mit der Attacke. Also, die Attacke ist ja jetzt nicht schwach, aber irgendwie wird sie auch immer schwächer. Ich möchte hier gerne mal wechseln, und zwar auf Luxtra. Erstens ist Luxtra vom Level her schon ein bisschen wieder weiter zurück. Und zweitens glaube ich, dass das mit Alpollo sonst einfach zu lang dauert. Einigler. Ja, der verstärkt die ganze Zeit seine Verteidigung. Dann werden wir eine spezielle Attacke nutzen. Funkensprung war eine physische Attacke. Donner. Ja, Donner. Donner ist auf jeden Fall eine spezielle Attacke. Da war da eh... Ich glaube, selbst mit einer Verteidigung hätte er dagegen nicht viel Chance. Sehr effektiv ist das nämlich. Oh ja, Bidifass ist Halbwasser. Halbwasser normal. Ich habe verloren und bin dazu auch noch hungrig. Ja, dann geh was essen. Dann geh was essen, kleines Mädchen. Kleines Mädchen, geh was essen. Nein, ich möchte dich ansprechen. Ist er nicht schön? Ich mag meinen Schwimmreifen. Oh, danke, Spiel, dass du mir meine Fragen beantwortest. Schwimmreifen heißt das ganze Ding da. Na, er ist ein kleiner Typ, der kleine Rainer. Ne, Rainier. Und er hat Chalelos. Ich finde mal mein Apollo übrigens ziemlich geil. Ich finde Apollo immer noch... Also, Apollo ist quasi... Sieht bösartiger aus als Gengar. Aber Gengar sieht irgendwie ein bisschen verrückter aus. Also, darum ist Gengar schon ein bisschen mehr Horror für mich. Also, man kann es so vergleichen. Gengar ist quasi Joker. Und Apollo ist... Two-Face. Ja, ich glaube, das klang gut. Ja, das war ein super Vergleich. Darum, Apollo finde ich immer noch, sieht gruseliger aus, einfach vom Aussehen her, aber Apollo ist halt quasi, der sieht halt so aus, dass man ein bisschen drüber nachdenkt und denkt, Alter, was ist das für einer? Weil er auch dieses fette Grinsen die ganze Zeit im Gesicht hat. Ich finde, beide Pokémon sind von der Gestaltung her extrem gut gelungene Pokémon, also vom Design her. Da hat Game Freak auf jeden Fall zwei wirklich geniale Pokémon in der ersten Generation schon fabriziert. Auch wenn damals in der ersten Generation sah Gengar noch ziemlich dämlich aus. Aber heutzutage in den neueren Generationen sieht Gengar echt genial und bösartig aus. Das muss ich echt sagen. Ich habe von Gengar, ich weiß nicht warum, aber ich habe zwei Plüsch-Gengars. Ich konnte mich nicht so gut bewegen, da mein Schwimmreifen im Weg war. Ja, ich habe auch ein... Na, kein Post. Es ist ein Bild mit wirklich schönem Rahmen und so weiter von Joker. Und darunter steht mein eines Gengar-Plüschtier. Das ist total passend. Es gibt ein extravagantes Hotel an einem extravaganten Ort, worin sich ein extravagantes Restaurant befindet. Dieses extravagante Restaurant besuchen extravagante Leute, die sich für so extravagant halten, dass sie nicht allein kämpfen wollen. Okay. Extravagantception, würde ich mal sagen. Nee, ich guck mich erst hier um, bevor ich da hochgehe. Hallöchen. Oh, ich hatte den Fisch schon fast eingeholt. Ja, jetzt ist er sauer auf uns, weil wir seinen Fang irgendwie zunichte gemacht haben. Oh ja, da schlägt gleich mit der Angel auf uns ein, der Olaf. Na, besser als wenn er mit einer Axt ankommt. Oh, ein Carpador. Wie niedlich. Level 19. Das heißt, ein Level noch und das Viech ist das bösartigste und stärkste Pokémon im ganzen Spiel. Nein, nicht das stärkste, aber verdammt starkes. Hoffen wir mal, dass er nicht so weit kommt. Hoffen wir zumindest mal, dass er kein weiteres Carpador hat, das auf Level 20 schon ist und sich entwickelt hat. Ne, Remoraid hat er. Das Remoraids schwimmen immer unter Mantas. Die schwimmen immer unter der Flosse von Mantas. Das weiß ich noch, das steht, glaube ich, auch im Pokédex-Eintrag von denen. Und die entwickeln sich zu Octillery. Habe ich das alles richtig im Kopf gehabt? Ich glaube schon. Grandios, grandios. Und Alpollo erreicht Level 38. Gyarados. Oh, er hat einen Gyarados. Okay, da gehe ich auf Nummer sicher und hole unser Luxtra.
Ich werde auch gleich mal Apollo wieder nach hinten tun und ihm den API-Teiler wegnehmen, denn Apollo ist von Level ja gar nicht mehr so weit hinten. Also er ist eigentlich der Führende. Ein Gyarados, wirklich gemein. Und der Bedroher ist hier auch wirklich passend. Bei manchen Pokémon denke ich mir so, warum hat das ein Bedroher? Davor hat doch kein Schwein Angst. Aber bei Gyarados, ja, verständlich. Aber wir haben jetzt vierfache Effektivität mit Elektro, ja. Da kann auch ein Gyarados nichts gegen tun. Du solltest vor einem Erwachsenen mehr Respekt haben. Du hast gerade verloren. Na, vor dir habe ich gar keinen Respekt. Epetaler, hallo. Luxra nach vorne. So, hier vielleicht ein Item? Nö. Was haben wir hier für ein Haus? Ey, Schritt-Tritt-Haus, Fußabdrücke überall. Ich sehe hier keine. Dr. Schritt-Tritt. Achso, so heißt er. Das ist der Dr. Schritt-Tritt. Jetzt kennt ihr den auch mal, sollte aber eigentlich jeder kennen. Für mich ist es sehr einfach, Pokémon zu lesen. Ich muss nur ihre Fußabdrücke ansehen und ich kann ihre innersten Gedanken erkennen. Oh, du glaubst mir nicht? Nun, dann lass dein Luxra doch einmal vor mir herumlaufen. Aus seinen Fußspuren werde ich lesen können, was es für dich empfindet. Es denkt, Vogel ist ein bemerkenswerter Mensch und Trainer. Dass ich in der Lage bin, das Beste, was ein Luxra geben kann, zu geben, verdanke ich allein meinem Freund und Partner Vogel. Auf unserer Reise sehe ich oft wilde Pokémon, die uns mit neidischen Blicken betrachten. Und das denkt dein Luxra über dich. Ich muss sagen, dein Luxra und du, ihr steht euch wirklich sehr nahe. Hier, das schenke ich dir. Ein Fußabdruckband. Okay. Ein Fußabdruckband? Was bringt denn das? Ach nein, das hat Luxra bekommen. Und wo sieht man das? Ich will das sehen. Ach, da steht, ob die Attacken cool sind. Ein Band für ein Pokémon, das einen besonders guten Fußabdruck hinterlässt. Ja, wow. Ich glaube, das hat jetzt keine Auswirkung auf irgendwas, aber es ist bestimmt ganz toll. Na, du willst gegen mich kämpfen? Natürlich, das können wir machen, habe ich kein Problem mit. Komm her. Lass mich meine Technik vorführen. So kämpft eine Erwachsene wie ich. Alter, was habt ihr hier alle mit euren Erwachsensein? Wenn ich euch trotzdem auseinandernehme, dann seid ihr nur ein bisschen blamiert. Ja, Cindy. Die Cindy, die setzt ihr Charmaine an. Ich habe immer noch keine Ahnung, wie man das aussprechen soll. Komm, wir setzen einmal Knirscher ein. Das erste Mal. Alter, da fliegen die kleinen Steinchen durch die Gegend. Knirscher ist also stark genug, um Steine zu zerbeißen und kleine Kätzchen. So greifst du an. Ha! Ja, was soll denn das jetzt heißen? Greife ich etwa an wie ein Kind oder was meinst du da mit deinen ganzen faschistischen Äußerungen gegenüber Jüngeren? TM40. Aeroas! Ohne schöne Flugattacke. 40 war es nicht. Ja. Komm schon, das muss doch wer können. Empoleon, das erlernen wir ihm, auf jeden Fall. Und dafür vergessen wir Schnabel. Aeroas hat eine Stärke von 60 und ist unausweichbar und ist extrem schnell. Damit haben wir immer noch eine Flugattacke und Effektivität gegen Pflanze, aber halt eine stärkere. Oben auf diesem großen Cliff ist irgendetwas. Das sagt mir meine innere Stimme. Aber wie soll ich nur da hinaufkommen? Ja, wie heißt denn die Attacke? Die VM. Kraxler. Dankeschön. Eine Japperbeere. Bau. Ich nehme die Beeren alle mit. Alles meins. Bau. Wir haben bestimmt schon voll viele. Ich guck gleich mal. Bau. Und da die da links, die aussehen wie, ich weiß nicht, Kaugummis. Bau. So, wie viele haben wir denn inzwischen? Okay, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ach ne, 9 fehlt uns. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 fehlt und die 9. Okay. Sonst haben wir alle bis 20. Yay, wie viele gibt's denn? Ich weiß nicht. Da geht's nach Weideburg. Okay, da ist nichts mehr. Rein da. Von Schleide bis hierher, es ist ganz schön weit. Ich bin fertig, wie ein Brötchen.
ein Brötchen. Läufst du am Strand durch den Sand, hinterlässt du Fußspuren. Pokémon lieben es genauso sehr wie Menschen, Fußspuren zu hinterlassen. Aha. Interessant. Gut, dass meine Manieren Pokémon eingesperrt bleiben werden. Ich besuche diese Gegend, weil ich das Großmoor sehen will. Ich wohne im Hotel am See. Hallo du, ich möchte mir dein Pokémon ansehen. Vielleicht ist es ja einen Schal wert. Verstehe. Nun, das ist nicht das, was ich eigentlich zu sehen hoffte. Ich möchte dich nicht anlügen, daher sage ich es dir offen ins Gesicht. Dieses Pokémon ist weder gut noch schlecht, es ist einfach so lala. Wenn du seine Ausstrahlung verbessern willst, dann gib ihm ein paar Knopse. Die Freundin meines Bruders ist die Wellnessfrau aus Schleide. Pokémon halten Briefe für sie in der Hand, so bleiben sie in Kontakt. Ja, ich kann den Typen hier aber nicht ausstehen. Den Bruder, der kann mir gern mal gestohlen bleiben. Luxra ist toll, ja? Du erinnerst mich an diesen ungeduldigen Jungen, den ich vor kurzem getroffen habe. Er hatte genau wie du ein sehr enges Verhältnis zu seinen Pokémon. Hey, danke, dass du mich zum Lächeln gebracht hast. Und hiermit zaubere ich vielleicht ein Lächeln auf dein Gesicht. Mit dieser Shellas-Maske wird dein Pokémon bestimmt bezaubernd aussehen. Yay, danke. Ich verkleide meinen Empoleon als Shellas. Auf jeden Fall. Ich glaube, sie meinte, den guten Barry. Manche Trainer verhindern bewusst, dass sich ein Pokémon entwickelt. Sie warten damit ab, bis das Pokémon einen bestimmten Level erreicht hat und bestimmte Attacken gelernt hat. Ein Galactic-Typ, hallo. Mann, ist das nervtötend. Was ist mit dir? Ein kleines Kind mit gerade mal 3 Orden. Pfe. So kleine Frettchen wie du sollten wissen, dass sie sich besser vom Team Galactic fernhalten. Aber ich habe Wichtigeres zu tun. Wo lasse ich dieses Paket jetzt am besten platzen? Ja, ein Bombenjob für Team Galactic, oder? Ich habe das letzte nicht ganz gelesen. Ha, ein Bombenjob für Team Galactic, ja, okay. Was ist das? Das Großmoor wahrscheinlich? Weideburg, Großmoor, Pokémon-Warte. Ein Pokémon-Center ist hier. Das ist gut, das nutzen wir. Bam, bam, badadam. Ich brauche immer noch ein Pokémon, das fliegen kann. Dann komme ich viel schneller von Ort zu Ort. Unbedingt brauche ich das. Wer bist du? Weideburgs Arenaleiter ist auf eine seltsame Art atemberaubend. Es ist schwer zu erklären, aber du wirst bald sehen, was ich meine. Hättest mir nicht den Typ verraten können? Weideburg, Stadt des Moores. Hier sind überall so kleine Lücken in den Bäumen. Wer bist du? Ich stehe hier mittenmang, exakt in der mittleren Mitte des Ortes. Oh Gott, mittenmang, das Wort kenne ich nicht. Hallöchen. Alle nennen mich Attackenmaniac, aber ich bevorzuge den Namen Attackenhelfer. Ich kenne alle Attacken, die ein Pokémon lernen kann. Sollte dein Pokémon eine vergessen haben, bist du bei mir richtig. Ich kann auch deinen Pokémon Attacken beibringen, wenn du magst. Als Gegenleistung hätte ich gerne eine Herzschuppe. Die sammle ich nämlich. Oh. Das ist es. Das ist ehrlich und wahrhaftig eine Herzschuppe. Lass mich raten. Ich soll einem Pokémon eine alte Attacke beibringen. Welches Pokémon soll dich an eine alte Attacke erinnern? Keins. Ich brauche keine Attacken. Tut mir leid. Falls eines deiner Pokémon eine Attacke lernen soll, komm mit einer Herzschuppe wieder. Ja, aber jetzt nicht. Versuch dich im Safari-Spiel, im Großmoor von Weideburg. Ja, die Safari-Zone ist das wohl von diesem Spiel. Warst du schon mal auf dem Pokémon-Landgut? Der Besitzer, Herr Reichedell, liebt es, von seinen seltenen Pokémon zu schwärmen. Mhm. Wer bist du? Jemand im Großmoor hat mir eine versteckte Maschine angeboten, aber ich habe sie abgelehnt. Ich brauche sie nicht, denn unser Arenaleiter wird den Ort vom Nebel befreien, falls diesmal nötig ist. Ah, ist das vielleicht eine versteckte Maschine, die Nebel entfernt? Ich weiß aber nicht. Wahrscheinlich, nee, Blitz nicht. Blitz ist hier in dem Spiel eine TM. Und ich wüsste jetzt auch nicht, kann es vielleicht sein, dass es in diesem Spiel Nebel gibt, den man nur mit einer VM entfernen kann und wo man dann nur damit durchkommt? Ich weiß es, glaube ich, gar nicht mehr so genau. Es erinnert mich gerade an Skyrim, an den einen Bergfahrt, wo man nur mit einem bestimmten Schrei durchkam, der nämlich den Nebel entfernt hat, aber ich glaube, das ist hier irgendwie nicht das Thema. Im Großmoor setzen sie eine Eilbahn ein, damit man schneller von A nach B kommt. So verhindern sie auch, dass das empfindliche Ökosystem gestört wird. Aha. Naja, aber die Folge ist jetzt wieder lang genug. Ich stelle mich mal... Wo stelle ich mich denn hin? Hier ist auch schön. Ja, hier. Im nächsten Part geht's hier weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und falls ja oder auch falls nicht, bewertet auf jeden Fall das Video. Und
Schreibt mir doch eine konstruktive Kritik in die Kommentare. Das würde mich sehr freuen und mir auch helfen. Macht's gut, euer Vogel. Tschüss.